Liebe kann wehtun. Was Jesus am Kreuz ertrug, musste auch Petrus erfahren. Nicht erst durch sein Martyrium, sondern im heutigen Johannesevangelium durch die Reue. Dreimal hatte Simon Petrus seinen besten Freund verleugnet. Dreimal musste er aus dessen Mund nun die Frage aushalten: Liebst du mich? Entwaffnet gibt er dem Auferstandenen diese befreiende Antwort: Herr, du weißt alles. Jetzt ist Petrus würdig, als Hirte eingesetzt zu werden und Jesus selbst nachzufolgen. Nachfolge heißt Bekenntnis und Bezeugung am eigenen Leib. Vor dem Thron Gottes rufen die Heerscharen aus: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Dieser anbetende Ruf aus dem Buch der Offenbarung formuliert nichts weniger als auch unsere christliche Berufung. Würdigung nicht um unserer autonomen Herrlichkeit willen, sondern zur Verherrlichung dessen, der auf dem Thron sitzt und des Lammes. Als Zeugen sind wir dem Lamm Gottes gleichgestaltet. Wir sind die Lämmer, die zu weiden dem Petrus aufgetragen ist. Die Konsequenzen sind umwerfend. Die erste Lesung aus der Apostelgeschichte führt sie uns vor Augen. Da ist erst einmal der Freimut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, schleudern die Apostel dem Hohen Rat entgegen. Die himmlische Belohnung für diesen Gehorsam ist der Heilige Geist. Der irdische Lohn dagegen fällt weniger wohltuend aus. Für ihr Bekenntnis werden die Apostel verhaftet und ausgepeitscht. Der Heilige Geist schenkt ihnen dennoch eine überirdische Freude, die aller Erniedrigung trotzt. Sie freuten sich, wie es heißt, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu erleiden. Die Freude ist ganz berechtigt, denn Jesus ist immer da. In Situationen der Not nicht weniger als damals, im Alltag der Fischer am See von Tiberias. Auch heute ist Jesus, unsichtbar zwar, aber ahnbar, stets mitten unter uns.